Freunde, wir haben uns heute mal ein paar neue Schalen gegossen. Schalen gießen aus Beton, kennt jeder, wie man das macht. Aber es geht auch viel, viel einfacher und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Ich habe mal wieder was ganz Neckisches gefunden, war ganz überrascht bei QVC solche Formen hier zu finden. Das ist eigentlich eine Form, wo man Wasser reinkippt, in die Frierfach stellt und dann hat man Schalen aus Eis. Kann man machen. Muss man aber nicht. Wer braucht das? Keine Ahnung. Möchte mir auf den Tisch keine Eisschale stellen. Schmilzt eh im Sommer bei 30 Grad ruckizucki weg. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man da Wasser reinfüllen kann, dann kann man da bestimmt auch Beton reinfüllen. Also habe ich mir so ein Set gekauft. Das sind eigentlich vier. Zwei davon opfere ich für Beton und zwei davon lasse ich für Kuchen, mal sehen, vielleicht für Schokolade oder irgendwas kann man das ja auch benutzen. Aber zwei davon, dann natürlich auch noch in Pink. Dann zum Sonderangebot, ich verlinke euch das, wo ihr das finden könnt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer die waren. 10 Euro für vier Stück ist preiswert für eine... Kriegst du nicht selber hergestellt dafür. Genau, habe ich mir gedacht, nee, dafür kriegst du das nicht gemacht. Und wir machen uns dafür jetzt Schalen für Hauswurzel. Dafür haben wir so viel und die kann man dann immer mal irgendwo hinstellen. Und die sollen jetzt auch noch im Bund werden. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen von premiumkreativbeton.de ein paar Proben zugeschickt bekommen. Die haben nämlich jetzt bunten Beton zum Gießen, der innerhalb von 2,5 Stunden aushärten soll. Und das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Habe ja jetzt die schönen Formen, passt jetzt mal zusammen. Diesen Beton gibt es in verschiedenen Farben. Ich glaube, Rot ist da auch noch bei. Ich habe jetzt hier Grün, Blau, Gelb und verschiedene Grautöne. Warum sie mir jetzt verschiedene Grautöne geschickt haben, grau ist eigentlich jeder Beton, aber man kann den auch so nehmen. Aber die Farben fand ich halt toll, dass ich das mal ausprobieren wollte. Wir machen jetzt Grün und Blau. Mal gucken, wie viel hier reinpasst. Ich mische mir erstmal Grau an. Wie viel ist jetzt hier immer drin? 1,2 Kilo ist in so einem Teil hier drin. Wolltest du nicht Blau nehmen? Was ist das? Blau. Und du hast gesagt Grau. Blau. Ich habe immer so einen halben Becher gebraucht, wenn ich so eine kleine Form habe. Ich die hier irgendwo. Ich habe mir schon mal solche Füße gegossen für Blumentöpfe und sowas, so eine Löwen. Da habe ich jetzt immer einen halben Becher für gebraucht. Ich mische mir jetzt einfach mal einen ganzen Becher an und gucke, wie viel hier reinpasst. Dann seht ihr das auch gleich. Da ist jetzt auch eine Anleitung drauf, wie viel Wasser da rein soll. Das waren jetzt, glaube ich, 180 Milliliter. Ich mische mir das jetzt in dem Eimer an, weil man gleich, also ich mische mir die ganze Menge an, weil man das dann gleich in dem Eimer machen kann. So ist es eigentlich auch vorgesehen. Jetzt sollen da 190 Milliliter rein. Kann man jetzt genau abmessen. Ich mache das immer nach Augenmaß und das werde ich jetzt hier auch nicht wieder verändern. Das muss jetzt eine homogene Masse werden, so ein, naja, flüssiger, nee, flüssig auch nicht, so ein cremiger Brei wie beim Kuchen. Mal Schluck für Schluck den Beton, das Wasser da rein und dann rühren. Das Ganze soll man dann jetzt 120 Sekunden oder einfacher gesagt 2 Minuten einfach mal rühren und dann wird es so eine schöne, cremige, flüssige Masse, die man jetzt schön gießen kann. Und das fülle ich mir dann jetzt in meine Behälter hier ein und dann hoffe ich, dass das was wird. Aber warum auch nicht? Warum sollte nicht werden? Das ist so popelig. Ja, das ist so einfach. Das kann nur funktionieren. Ja. Aber da braucht man so einen ganzen Eimer. Kleine sind eine Riesenform. Ja, da geht ein ganzer Kilo rum. So wie es aussieht. Ganz schön Hammer. Naja, wir wollten eh eine grüne und eine blaue machen. Genau. So, und dann habe ich jetzt wirklich 1,2 Kilo aus dem Eimer da reingekriegt. Bisschen rütteln und schütteln. Puh, brauchst du nicht. Braucht man eigentlich nicht. Jetzt machen wir uns hier noch ein Stäbchen rein, dass wir unten in der Schale ein Loch haben. Also es ist kein Stäbchen, das ist ein Strohhalm. Müsste ich mir vielleicht noch mal ein bisschen kürzer schneiden und dann hat man da gleich ein Loch. Jetzt kürzer ist, steht das natürlich auch. Dann kann man das da reinstöpseln und hat sein Ablaufloch. So, und jetzt muss das Ganze ungefähr 2,5 Stunden aushärten. Laut Verpackung steht eben drauf, bei 20 Grad,
wie sagt man, Außentemperatur oder Umgebungstemperatur. Dauerte 2,5 Stunden jetzt ungefähr. Wir haben jetzt ein bisschen wärmer als 20 Grad. Macht sowas nicht in einer prallen Sonne. Sucht euch einen schattigen Platz. Am besten einen kühlen Platz in der Garage oder im Keller. Nicht bei 38 Grad in der prallen Sonne Beton gießen. So ihr Lieben, und jetzt schaut euch mal an. Nach 2,5 Stunden ist der Beton fest. Ich habe jetzt hier nochmal so eine Schicht nachgegossen gehabt, weil mir das nicht hoch genug war. Das war nicht ganz bis hier oben, hat das nicht erreicht. Und da habe ich mir gedacht, die haben sich bestimmt was dabei gedacht, dass die Form so ist. Und richtig, hätte ich das bloß bis hier gelassen, wäre bestimmt der Boden nicht dick genug geworden, obwohl der ja schön dick ist. Und das ist richtig schön glatt geworden. Sieht bald aus wie Keramik oder sowas. Ja. Oder Porzellanbolle. Jetzt haben wir hier die Löcher, waren nicht richtig durch. Passiert, wenn man da Strohhalm reinmacht. Kann passieren, sagen wir es so. Dann bohrt man entweder noch mal ein bisschen nach oder gut, mir ist jetzt ein bisschen was abgeplatzt beim Rausmachen. Aber da sowieso Erde reinkommt, ist es egal. So ihr Lieben, schaut euch doch mal an, wie toll die bepflanzt aussehen. Das sind wunderschöne Pflanzschollen, also davon können wir jetzt wirklich 100 Stück machen. Die Formen sind nicht so teuer. Beton könnt ihr euch aussuchen, welchen ihr nehmen wollt. Farbig, das verlinke ich euch hier, welcher das ist, wo ihr den bekommen könnt. Wunderschöne Schalen zum Verschenken, mal so mitbringen zum Geburtstag irgendwo. Wetterfest, kann man in den Garten stellen. Ist schon wunderschön. Absolut perfekt. Perfekt, finde ich auch. Richtig schön. Arschglatt, hätte ich fast gesagt. Ja. Also in diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach und wie immer wunderschön.